Fall schon auch Ellenbogenschutz und Helm und so. Weitere Schütze. Ja, es ist immer viel los, bis jeder alles hat, aber nachher sind wir gut ausgerüstet und können loslegen. Ich habe gar nichts überlegt, die Frau hat noch gemeldet. Der Grundstein, den man hier legen will, ist Schlittschuhlaufen. Wir wollen denen beibringen, wie du ein Schlittschuhlaufen, was sind wichtige Punkte am Schlittschuhlaufen. Die Freude am Hockey kommt dazu und viel Spiel. Spiel ist eigentlich das Wichtige. Über Spiel, die Freude am Hockey am Kind. Und dann haben wir dann versucht, in einem Kreis mit Töckeli drinnen versuchen, kein Töckeli und keinen anderen Mensch, also keinen anderen Spieler zu berühren. Also ich habe eigentlich das Match am Anfang sehr gut gefunden, am Schluss. Und ja, das Training hat mir gefallen. Es gibt so einen Spruch, den man lernt, wenn man die Ausbildung macht zum Trainer. Das ist, nur was in einem selber brennt, kann man in anderen entzünden. Das ist mein Ziel, der Spass am Hockey, der steht im Vordergrund. Und wenn man dann über Spiele und Freude kann ihnen noch etwas beibringen, das ist mein Ziel, dass sie das gerne machen und gerne kommen. Also es war halt auch sehr streng, also so nur beim Einwärmen hat man sehr angefangen zu schwitzen. Aber das gehört halt auch zum Eishockey und wir haben halt auch viele Übungen gemacht und auch viele Matchli. Und ja, sehr gut gewesen. Ja, es hat mir sehr gut gefallen und es hat Spaß gemacht. Und wir haben viele Übungen gelernt, aber manchmal bin ich auf den Hintern oder auf den Bauch gelandet. Da bin ich aber sofort wieder aufgestanden. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und hat Matchli gemacht. Es ist fast anstrengender für die Eltern. Ich kann wärmer als sie. Mit Einkleiden und Abziehen. Ja, sie finden es super. Sie haben sich mega gefreut. Ich glaube, gerade so auf die Ausrüstung wie aufs Eishockey spielen, aber nein, sie haben sich sehr gefreut. Kommt darauf an, wie man es ein bisschen nimmt. Also für mich ist es nicht anstrengend. Es ist einfach der Zeitaufwand, das schon. Aber es macht so viel Spass. Ich sehe da nicht das Problem. Die Türen stehen offen, man kann auch später noch kommen, für die, die das vielleicht gar nicht gewusst haben. Auf der Homepage www.lions-nachwuchs.ch kann man sich da anmelden und das läuft dann über das Sekretariat. Und für andere, die einfach mal reinschauen wollen, gibt es auch mal sicher eine Schnuppermöglichkeit, also da kann man nachher kommen. Wer kommt nächstes Mal wieder? Das Aufstieg? Ali? Ja, da haben wir aber nie gedacht. Ja, kommen wir in die Eishockey-Schule, das ist geil.